Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Vanguard Mehrspieler einfach jedes Abschusskamera-Design auswählen könnt, was ihr wollt, ob ihr es jetzt freigeschaltet habt oder nicht. Ihr braucht dafür eine Maus und einen Controller, Leute. Ich spiele zum Beispiel auf dem PC mit der Maus und Tastatur. Ich habe jetzt noch einen Controller angeschlossen und auf der Konsole macht ihr dann halt, wenn ihr mit Controller spielt, schließt ihr eine Maus dann an. Dann geht ihr auf Anpassen und ganz unten auf Abschusskamera. So Leute, jetzt könnt ihr einfach alles auswählen. Also, wenn ihr auf der Konsole spielt mit einem Controller, schließt die Maus an und dann könnt ihr für kurze Zeit alles Mögliche auswählen und das bleibt dann auch bestehen. Und falls ihr auf dem PC spielt, so wie ich, dann schließt einen Controller an und nachdem ihr den Controller angeschlossen habt, könnt ihr hier auch für eine kurze Zeit alles auswählen. Wenn dann die Zeit vorbei ist, könnt ihr einmal wieder zurück und wieder auf Abschlusskamera Designs und könnt das wieder von vorne alles auswählen, was ihr wollt. So Leute, das war's dann mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit Likes und Kommentaren supportet, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen. Ansonsten, falls noch kein Abo hast, kannst du jetzt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!